Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge der WM-Koop-Torwartkette zusammen mit dem Jan. Hi! Hi! In der letzten Folge haben wir das letzte Gruppenspiel gegen Serbien bestritten. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, rechts oben im E verlinkt, unbedingt da vorbeischauen. Das war ein bisschen ein knappes Spiel, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Da habe ich mir überlegt, ob ich zu Ederson wechseln soll oder nicht. Ich weiß nicht, was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, weil wir jetzt zwei Folgen hintereinander aufnehmen. Aber ich werde auf jeden Fall nicht wechseln. Ich bleibe einfach bei meinem Torwart. Ich habe vollstes Vertrauen in den und das wird schon gut gehen. Jetzt könnt ihr nach dem Video in der Infocard natürlich dann auch nochmal bei Jan vorbeischauen. Also, wer Jans Kanal noch nicht kennt bzw. abonniert hat, unbedingt vorbeischauen. Auch bei seiner neuen Folge der WM-Koop-Karriere. Und ja, dann einfach mal abonnieren. Mega nice. So, die Spieler betreten das Feld, die Nationalen erklingen gleich. Wir sind wieder in den gelben Trikots und spielen jetzt im Achtelfinale gegen Mexiko. Mal gucken, was das so wird. So Leute, Anstoß. Mal gucken, ob Mexiko hier gegen uns was ausrichten kann. Ich glaube eigentlich schon, weil Mexiko ist nicht übel. Aber ich hoffe, dass Brasilien einfach so spielt wie in den ersten beiden Spielen. Und dann, ja, sollte das machbar sein. Jetzt! Parade! Ah, da ist er da. Richtig, richtig gut gehalten. Weil die Entfernung war eigentlich wieder richtig knapp. Mann, das ist echt krass. Die sind echt gut. Jetzt geht's. Oh. Hätte man auch festhalten können, aber gut. Naja. Wenigstens gehalten. Das ist schon mal richtig geil. Der wäre nämlich tatsächlich gegangen. Jawohl. 1-0. 15. Minute nach dem Eckball. Ist er drin? Weißt du, ich wollte dieses Mal nicht rausrennen und bin einfach da geblieben, wo ich war. Bin nur ein bisschen eine Kurve mich nach vorne. Ja, aber das war rausgekommen. Das war. Ach komm, Alter. So ein Rotz. Wir gehen schon wieder in Rückstand. Ja, und das ist ein K.O.-Spiel, ne? Also hier geht's um alles. Weiterkommen oder halt nicht. Oder halt nicht weiterkommen. Ja. Ei! Da bin ich da. Da räume ich alle ab. Meine ja. Spieler, da kann ich nichts. Jetzt vielleicht, William! Nein, da bin ich da. Aber wie probiert er denn überhaupt zu schießen? Was war das? Mein, gut, dass du da bist, na, sonst wäre er ja trotzdem rein, aber ist doch kein Schuss. Aber schon ein Schuss. Ja, aber so ein Krampf da und aus so einem Winkel. Jetzt! Oh nein! Schön kombiniert! Schön kombiniert! Und da macht. Wer war das? Ein Abwehrspieler, glaube ich. Das 1:1 Ausgleich. Mega, mega geil. Ja, das haben sie echt gut gemacht da. Zack, zack und bumm. Miranda war das, ja. Okay. Ja, der Schuss war natürlich nicht schlecht. Bei mir. Oh je, yeah, das ist gut. Oh, ausgenommen und daneben. Alter, ich habe ihn richtig einfach weggeboxt. Ah, ich hatte schon Angst, dass er pfeift. Oh. Bin einfach rausgegangen und. Naja. Und da führt Mexiko wieder, ja, da wird das Spiel nicht gedreht. Erneute Führung, Mexiko, 41. Minute, diesmal direkt aus dem Spiel. Ey, wir haben doch so gut angefangen, die ersten zwei Spiele. Aber der Schuss, also komm, der war, da kannst du nichts machen. Ja, aber der war richtig, richtig im Eck. Hau da rein. Hier rankommst, naja, aber so, eigentlich ist es richtig schwer. Weiß nicht, mein Torwart, naja. De Gea war da in der letzten Staffel doch noch ein bisschen besser. Aber ich bin echt ein bisschen enttäuscht, was die Mannschaft da vorne zeigt. Denn ich hätte da eigentlich anders erwartet. Ich meine, gut, wir sind in der K.O.-Phase. Die Teams sind jetzt natürlich immer und immer wieder besser. Aber, naja. Ich meine, auch dieser eine unnötige Pass war natürlich ja, irgendwie die ganze Chance weggeworfen. Also war schon nicht unbedingt das Schlauste, was sie da bis jetzt vorne fabriziert haben. Irgendwie fangen sie so an wie Spanien. Und jetzt Mexiko macht solche Pässe und da ist das 1:3. Kurz vor der Halbzeit. Der psychologisch wichtige Zeitpunkt, meine Freunde, ja? Wisst ihr Bescheid? 1:3.
Ich hab den Schritt nach rechts schon wieder gemacht. Richtig dull einfach. Wäre ich da ein bisschen weiter... Okay, den Schuss, der war schon krass wieder, aber... trotzdem. Das ärgert mich trotzdem. Ich weiß nicht, ich wäre wahrscheinlich so oder so nicht hingekommen, aber... Ja, da müssen wir jetzt endlich mal hingehen. Sonst wäre das ja schon das 4:1 geworden. Das ist überhaupt nicht geil gewesen. Halbzeit! Wieder liegen wir mit 1:3 in Rückstand, ebenso wie gegen Serbien in der letzten Folge zur Halbzeit. Ah, das gefällt mir ja gar nicht. Was ist das denn? Ganz okay. Ja, komm. Natürlich schade, wenn Brasilien hier ausscheidet. Ja, Brasilien gegen Mexiko und im Achtelfinale. Nee. Ich bin mit Deutschland, glaube ich, in der ersten Staffel auch. Ja. Bin ich im Achtel? Doch. Ja, ich bin im Achtelfinale gegen Schweiz. Ja, es kann passieren, aber es ist nicht so geil. Oh. Hey. Oh, oh Mann, das kann ja nicht sein! Das ist so unglaublich. Dachte jetzt mal, es ist direkt gut nach der Halbzeit, ne? Und dann kommt einfach sowas, ist abseits. Jetzt die große Chance, steht 1:4. Ich raste gleich aus. Was soll denn diese Kacke? Chirito ist der Torschütze. Richtig stark, was Mexiko hier macht. Ey, das ist doch unglaublich. Guck dir Mexiko an und guck dir meinen Torwart an. Ich drück da in die Richtung und er springt nicht, er tut einfach nur den Fuß rausstellen. Und kommt nicht hin. Oh. Nein. Oh. Und dann trifft er einfach diesen Ball nicht. Mit dem hier daneben. Au, tut das weh. Oh, tut das weh. Ja, jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Nee, da ist der Köpfe da. Ui, kann er tricksen? Oh. Juhu, was war das? Ah, alles für die Fans. Jetzt vielleicht, das ist unglaublich, diese Pässe. Das kann nicht sein. Und sollen wir anfangen? Da ist er halt da, ne? Ja, das ist nicht gut. Ich hatte jetzt nicht vor, 3 Tore noch zu kassieren. Auch gar nicht so leicht, 3 Tore zu kassieren in FIFA im Torwartmodus in 30 Minuten. Nee. Oh, jetzt aber. Das ist nicht richtig. Das ist doch nicht wahr, oder? Alter, richtig gut gehalten. Danke sehr. Stell mal auf offensiv. Nur auf offensiv, also? Ja. Meine war gerade in der Animation, mein Torhüter, und deswegen ist er nicht gesprungen. Ich hab dich richtig abgelenkt, einfach. Nee, ich hab das schon gesehen, aber mein Torwart ist nicht gesprungen, weil ja, ich am Steuerkreuz das vorher gedrückt hatte. Und dadurch hat er diese Bewegung gemacht. Guck, da hat er die erste Bewegung gemacht und da hat er dann die zweite Bewegung gemacht. Tja, Leute, so macht man Tore, ne? Kein Problem. Oh, shit, war das. Das sah schon geil aus. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er die Bewegung, diese Animation, dass die dann wichtiger ist als alles andere. Oh. Ey! So häufig wie dem Abseits stehen, dass der Hammer. Ich schrei gleich richtig rum, ne? Das gibt's doch nicht. Nein, aber das ist doch echt lächerlich. Das kann doch nicht sein, sonst spielen die so gut und jetzt gegen Mexiko. Oh! Scheiße. Aber ist noch drin, also... Es ist 73. Minute und 2 Tore. Also es kann... Was habe ich denn hier gemacht? Kann noch. Ja, es kann noch, ich hoffe es auch. Wenn ihr jetzt nochmal im Steuerkreuz jubel, ne? Und ja, mach mal bitte. Wie viel willst du dafür? 1 Cent. Krass. Ein Schokoladeneis. Das ist echt unbezahlbar. Wenn du ein Schokoladeneis machst. Ja! Oh, da ist das Tor! Yes, Leute! Leute, jetzt muss es weitergehen. Noch 15 Minuten knapp zu spielen mit Nachspielzeit. Eventuell sind es noch 15 volle Minuten. Ein Tor brauchen wir noch, um das Unentschieden hier zu retten. Bitte, bitte, Neymar, Gabriel Jesus und Co. Macht noch ein Tor. Ja, moin.
das ist auf jeden Fall jetzt die Vorentscheidung, die erneute Vorentscheidung. Kann man sogar so sagen. Es steht 5 zu 3. Ey, wie viel also Glück kann man haben, ne? Guck, ich hab so früh gedrückt, ne? Keine Chance. Ja, aber an Pfosten kommst du nicht ran. Wenn der Ball an den Pfosten geht, kommt man da nicht ran. Das hattest du ja jetzt schon zum zweiten Mal in dem Spiel. Nein. Komm. Oh. Jules. Die Chance lebt. Ich springe am Ball vorbei. Meinte, springt am Ball vorbei. Ja, ja, ich hab nichts dagegen. Ich hab's gesehen, dafür kann man nichts. Also was mein Torwart in der heutigen Folge gemacht hat, es ist, na. Wäre ich stehen geblieben. Also es passt schon. Die Hoffnung lebt, Leute, die Hoffnung lebt. Die Spannung ist noch da, wir können es noch schaffen, 4 zu 5. Und wir haben noch ungefähr 3 Minuten plus vielleicht 3 Minuten Nachspielzeit. Bitte, bitte, bitte. Leute, wir haben tatsächlich noch 3 Minuten Nachspielzeit und vielleicht hier die Möglichkeit. Boah. Oh. Brasilianer nehmen mein Tor hier richtig unter Beschuss gerade, aber... Dein Tor ist gerade wieder. Wie knapp, und es sind noch 1,5 Minuten, nicht mal mehr. Und das wird hier die letzte Möglichkeit sein. Wieder Brasilien, die hier die letzte Möglichkeit vielleicht noch nutzen können. Und tatsächlich! Da ist der Ball! Dann machen sie das Tor! Holy shit, einfach nur. Was? Alter. Was? Ich komme gerade gar nicht auf mein Leben klar. Also Leute, sorry, wenn ich irgendwie übersteuere oder gerade ein bisschen zu euch, aber ich fieber gerade so hart mit. Und sie haben in der dritten Minute der Nachspielzeit, beziehungsweise war eigentlich schon die dritte Minute rum, das 5-5 gemacht. Ich meine, da kannst du nichts machen, das hast du ja vorhin gesagt, Pfosten kann man nicht, ne, also... Leute, Verlängerung wahrscheinlich jetzt. Was ist denn hier los, Leute? Brasilien rettet sich in der letzten Sekunde in die Verlängerung. Ist das das Zeichen? Leben wir noch? Können wir hier noch weitermachen? Und können wir eventuell gewinnen? Mal gucken. Ja, den sollten wir eigentlich halten. Der war krass. Einer. Ne? War richtig... Da ist der Karius! Ist er doof? Hä? 6 zu 5, Leute, wir drehen das Spiel nach 105 ist Minuten. Ist der doof? Wieso macht er so einen flachen? Ist doch logisch, dass ich über den werfen wollte. Hä? Leute, alle was die hat jetzt... Was denn gefressen, dass er den niedrig macht? Leute, alle die jetzt noch zuschauen, damit ich mal sehe, wer hier noch dabei ist, einfach mal Hashtag Karius in die Kommentare. Ja, in der 105 Minute gehen wir in Führung. Wir lagen bisher so oft hinten. Jetzt liegt Mexiko endlich mal hinten. Und das durch so einen, ja, wirklich schade, traurigen Fehler. Also, ich glaub's dir, das war auf keinen Fall so gewollt. Aber es war halt wie der Karius, ne? Also, passiert halt mal. So, dann ist auch schon Halbzeit der Verlängerung. 6 zu 5. Ich hoffe, das bleibt einfach so. Elfmeterschießen ist zwar auch nicht schlecht, aber ey Leute, ihr glaubt mir gar nicht, wie angespannt ich gerade bin, schon das ganze Spiel über. Ich dachte niemals mehr, dass wir das hier aufholen und jetzt führen wir hier sogar noch. Also bitte lasst das Spiel einfach rumgehen und die nächste Nein. Möglichkeit, da ist die Entscheidung, hoffe ich. Lol, so hätten meine jetzt nichts mehr. FIFA hat das den Spieß gedreht. Yes, Mann! Ja, waren auch nur ganz paar Meter auseinander. 1 zu 4 stand es. Da. 1 zu 4 stand es und ich habe die Hoffnung aufgegeben. Jetzt steht es 7 zu 5. Aber also wenn mal so viele Tore in echt fallen würden, hast du ja auch gerade schon gesagt, wäre mega, mega geil. Was für ein Spiel, krank. Boah, das hat alles mit dieser Kackecke angefangen. Ja, als du da... So das ist unglaublich. Und alles danach so richtige Kacktour eigentlich. Mann. Ja, den holen wir uns. So, Leute. Ganz ruhig. Kein Problem hier. Nicht rumstressen.
Und nochmal vielleicht die nächste Chance. Ah, da war nochmal eine richtig gute Parade. Das stimmt. Das war richtig, richtig schön und richtig, richtig gut. Hier nochmal zum Abschluss. Und da fällt nochmal ein Treffer. Was ist hier denn los? 8:5. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich will mal wissen, wo mein Torwart da gerade war. Der kam eigentlich relativ dicht vor das Tor und da habe ich gedacht, okay, der kann ja easy da noch hingehen. Aber irgendwie ist man da. Ah, der ist da vorne, deswegen. Ja, das habe ich halt nicht gesehen, dass er da vorne gegangen ist. Kennen das mit der Perspektive, aber 8:5, ich meine, das hätte wahrscheinlich eh nichts mehr geändert, ob es jetzt 8 oder 7:5. Ist halt einfach nur noch krasser, dass hier 13 Tore gefallen sind und wie gesagt, ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir hier gerade führen. So, dann können wir den letzten Ball halten und dann ist jetzt dieses krasse Spiel bald vorbei. So ein Spektakel, unglaublich. Abpfiff! Wir haben es mit Mühe und Not hier ins Viertelfinale geschafft. Krank, krank. Also, hättet ihr das gedacht, Leute, dass wir das hier noch packen? Also, ich habe wirklich nicht mehr dran geglaubt. Wir haben es echt noch geschafft. 8:5 einfach. Richtig krank. Oh. Ist jetzt traurig. Ein bisschen, nach so vielen Toren. Ja, ich meine, ich habe auch 5 kassiert. Das war schon, also das Spiel war krass. Ja, ich habe in so kurzer Zeit in der Nachspielzeit noch 3 Tore, das war heftig. Boah, Nee. Ich habe einfach wirklich gerade in so kurzer Zeit so viele Tore kassiert. Ich meine, eigentlich, du hast ja kurz vor Ende erst richtig angefangen, habe ich jetzt quasi irgendwie so 5 Tore in kürzester Zeit kassiert. 5 bis 6. Das ist tatsächlich kacke. Wir sind weiter im Viertelfinale. Spiel gegen Belgien, die mit 3:0 gegen Kolumbien gewonnen haben. Deutschland ebenfalls mit 3:0 gegen Serbien. Und Polen ist im Elfmeterschießen weitergekommen mit 4:3. Heißt, es spielt Deutschland gegen Polen, Portugal gegen Argentinien, Brasilien gegen Belgien und Spanien gegen Frankreich. Alles Top-Clubs. Mega, mega geil. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Schaut jetzt unbedingt bei Jan vorbei, der jetzt leider ein bisschen traurig ist, weil er noch ein paar Tore kassiert hat. Aber ich meine, 8:5. Das ist schon heftig, wenn man 8 Tore kassiert. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Naja, auf jeden Fall. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Ciao.